Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Tag der Wipeout Challenge. Wir haben kombiniert, wahrscheinlich nicht mehr so viel Schlaf zu dritt wie eine Person von denen. Oh, nein! Ich hab ihn nicht festgehalten! Jinx komplett auf der letzten Plattform und holt sich auch diesen weiten Punkt. Ich habe unser Team hier hängen lassen, ne? Sweeper geht es darum, welche Person von welchem Team als letztes noch auf der Plattform steht, während sich eben dieser Bumper immer wieder dreht und versucht, die Teilnehmer runterzuschubsen. Wir spielen ganz normal nach dem Last Man Standing Prinzip, das heißt, die letzte Person, die steht, erhält den Punkt fürs Team. Oh mein Gott, guck dir das an! Das kriegst du hin, komm! Ich hab Höhenangst, Junge, ich stehe jetzt hier. Also ich kann nicht aufstehen, sonst bin ich raus. Fort ist damit bereits raus und gibt auf. Damit hat Team SK nur noch 2 Member. Okay, dann let's go. Da werden schon die Frog-Jump-Positionen eingenommen. Junge, wie schnell das ist! Oh! Zwei Leute von Team Matrix stehen noch. Frieda hat es direkt in der ersten Runde runtergehauen. Niklas steht noch. Und Bigspin hat es leider auch nicht durch die erste Runde geschafft. Oh, das sieht sehr, sehr solide aus bei Team Matrix. Aber auch Niklas macht das sehr gut. Ja. Niklas ist hier die Hoffnung für das Team SK. Ich hab Angst! Männer, ihr macht das! Sehr, sehr, sehr gut. Das ist wirklich von der Team Steinsack. Mit 2 Last Standing Membern entscheidet Team Matrix auch dieses Obstacle für sich. Riesenrespekt, ich kann mich gefühlt nicht mehr auf dem Ding halten. Bei meinem Sprung, ich hab's probiert, echt, aber es ist zu heftig. Das ist wirklich krass, also Respekt an die Koordination. Hier ist das Ziel, wieder wie beim Sucker Punch vorne, jede Person einzeln möglichst schnell durch dieses Hindernis durchzukommen. Es ist so ein bisschen ein trampolinartiges Material, deswegen haben wir gesagt, es ist wichtig, dass man auf den Füßen stehen bleibt. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie viele Member schaffen es durch in den 3 Versuchen. Ist dir mal aufgefallen, dass wir mit Abstand die beschissensten Outfits haben? Wir sehen mit diesen gelben Dingern, wir sehen so scheiße aus. Sieht aus wie mir jetzt ein bisschen. Ja, ne? Okay, ab dem Moment okay, unten. Los. So ist es der Wacht. Ja, aber durch. Ja, einfach die Zeit. Und die Zeit läuft. Ich bin aber wirklich, ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, wie wir da durchkommen sollen. Jetzt, bitte! Okay! Jetzt! Springen und springen! Ich bin auf jeden Fall sehr wie weit der Anwein drin vom Rand. Das darfst du nicht! Du darfst nicht krabbeln! Halt die Fresse! Du musst laufen! Big Spin, ich hab eine Idee! Hör mir zu! Nur aus den Knien rennen! Der zweite Versuch von Big Spin startet. Es wird dieselbe. Halt es mal fest! Alle werden die Erfahrung gleich noch machen, wie sich das für Big Spin gerade anfühlt. Renn forward. Renn jetzt! Renn jetzt! Junge, die drehen die ganze Zeit gleich. Du brauchst auf jeden Moment warten. Das ist eine Blockade im Hirn. Gleich ist die Zeit um, wenn du fertig bist. Aufstehen! Steh auf! Ha 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 ha
Steh auf, Junge! Wenn du noch einmal sagst, steh auf! Ich hab meinen Körper auf! Nein, Junge! Geht da gar nicht, aber er ist zumindest drüben. Ja, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Aber er ist drüben. Ich weiß, er ist drüben. Ich stelle hier und gucke mir das jetzt ganz gemütlich an. Jetzt schauen wir mal, ob Niklas sich in dieser Challenge besser schlagen kann als Pixel. Aber ich meine, er hat es am Ende zumindest durchgeschafft. Eieiei. Ja. Einfach festhalten und rüberspringen. So, und die Zeit für Team SK läuft ja, weiter. Ja! Also Big Spin hat 4 Minuten gebraucht und Niklas 4 Sekunden. Und die Zeit läuft weiter, auch für morgen. Aber auch morgen scheint sich ein bisschen unsicher mit der Timing zu okay, und wieder startet Emma in Schalke 0. Ja. Oh, wieder entscheidet sich auch für die Variante mit Zwischenstopp. Ich hab ein Bild bekommen. Aufstehen. Die wird einfach gemobbt. Ah! Ja, aber sie ist stehend ins Ziel gekommen. Als wäre der hinten Sonnenkörper raus. Man muss immer die Referenz. Die Zeit läuft für Justin. Oh! Oh mein Gott! Stark! Stark! Die Challenge habe ich ganz verkauft. Da war ich dein Boss, aber hier geht auf deine Kappe. Andrea, so hat den Poster. Ich gehe mal davon aus, dass er sich beeilen wird und das tut er auch. Das war richtig, richtig, richtig schnell. Schon sehr wackelig, da kann man schon leicht runterkippen. Vor allem, wenn man dann ein bisschen weiter zu rechts oder links steht, ist man ganz schnell runter. Oder wenn dann noch die Pöller kommen und dich runterhauen. Oder wenn einem die Dinger ständig Kopfnüsse geben oder so. Wir sind jetzt hier beim Hoop Run angekommen. Das Ziel ist, wie bei den anderen Einzelhindernissen auch, am schnellsten innerhalb deiner drei Versuche durch dieses Hindernis durchzukommen. Man muss auch durch die Ringe durch, also nicht drumherum cheaten, nicht irgendwie unten drunter durch. Ja, also wir gucken uns gerade an und wir merken wieder, es wird sehr schnell, sehr schnell. Wenn ich so die Mitte schaffe, bin ich zufrieden. Denk dran, es geht um Geschwindigkeit. Lieber in 3 Sekunden verlieren, als in 5 Minuten verlieren. Start! Oh mein Gott! Aber das sah sehr schmerzhaft aus. Lass den zweiten Versuch für deine Gesundheit. Let's go! Morten bricht auch mal. Durch! 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 Du hast den nötigen Respekt davor. Das war richtig geil. Oh mein Gott! Und damit ist der letzte Versuch von Janik durch. 3. Okay. Oh. Frieda ist schon dabei. Oh mein Gott! Ja, Podium weit, wer will den? Richtig halt sehr gut. Wenn du mit dem Speed durchführst. Könnt ihr Tank radikal. Alter! Oh, oh, yeah. Oh, der Schmerz. Sieht sehr rutschig und sehr brutal und sehr schmerzhaft aus. Ihr letzter Versuch. Renn einfach! Ja? Du schaffst das! Dann oh, schade! Und damit hat sie es auch nicht bis zum Ende geschafft. Und damit ist der letzte Try von Team Matrix. Was macht der da? Oha! Oha! Er ist am Tanzen! Der Singman! Digga, wer ist der? Oh mein Gott! The Move! So ist gut! Der? Was? Oh mein Gott! Wer ist der? Was? Heilige Scheiße, was sehe ich hier? Was macht der? Wie der tanzt! Was? Er ist der! Oh mein Gott! Hier gehen nur Leute hin, die explizit sich zerstören wollen in so einem Ding. Rein da, let's go! Ich bin an so einem Punkt, wo ich jetzt am liebsten nicht ins Wasser würde. Oh mein Gott. Nicht dran vorbei, du bist durch! Digga, was? Rein da! Hey! Was? Nein!
Versuch, Niklas, let's go. Es war doch gut gerade, genauso nochmal. Ja. Ja. Ui. Ja. Ui. Let's go. Was für eine Maschine? Das ist ein richtiger Try. Big Sprint, wir haben es jetzt in der Hand. Steh auf, du kannst noch. Gib Arsch! Morten, wir müssen das. Morten macht die Kabeltechnik. Das werde ich als durch. Das werde ich als durch. Das werde ich als durch. Du bist nur drin! Weiter! Morten, wenn du durchkommst, habt ihr gewonnen. Ja. Der dritte Ring ist geschafft. Kein Fleisch. Ja! Unser erster Punkt! Ja, mach so wie Morten noch. Du musst durch den Ring. Jetzt spring! Ja, du bist durch! Du bist durch! Du bist einmal durch! Pass, du kannst weiter! Einmal rein! Sauber, Junge! Und durch! Jawohl! Die Dancing-Technik! Die Dancing-Technik, sie ist wieder da! Ich denke dreimal auf einer Stelle! Oh! Safe! 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 Oh. Du hast den noch! Ja! Ja! Ja, let's go! Ja! So, ihr Lieben, das war's mittlerweile mit allen Obstacles und Team Matrix hat sehr dominant mit 4-1 gewonnen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und falls wir vielleicht nochmal so ein Challenge-Modell machen sollen, schaut doch in den Links in der Infobox vorbei und lasst einen Kommentar da, was wir vielleicht als nächste Challenge mal machen sollen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Get in hand, or I answer to no one.